So, in dem Zug hier sollte ich jetzt eigentlich sitzen. Wie uncool unsere Videos wären, wenn wir nicht schneiden würden. Also wenn du nicht schneiden würdest, also wenn du es nicht so zum Glück habe ich so ein Talent beim Schneiden, gell? Ehrlich? Ich habe mich immer gleich da mit so einer Schere hin. Ich habe mich da auch mal geschnitten. Du hast gerade echt gesagt. Schau das an. In der Regel zieht Frau die Haie an. Okay. Das ist echt mies. Sag mir mal, wie ich tüten muss. Ich kann das nicht so hoch. Ich tue so tief, Mann. Okay. Aber du machst hoch, ich tief. Und dann schön blöd. Wir müssen uns erst üben. Und zum Schluss schön blöd. Schön blöd. Du musst jetzt hoch trotzdem machen. Nein, doch. Machen wir später nochmal, okay? Ich hab's jetzt mal. Ey, wusstet ihr, dass wenn du über Amerika, über eine Landesgrenze auch ein Kind bekommst, hast du automatisch amerikanische Staatsbürgerschaft? Geil. Das ist voll dumm, deswegen dürfen Leute nicht mit 6 Monaten, die im 6. Monat schwanger sind, nach Amerika. Ich finde es immer so toll, dass man hier gerade irgendwie was redet oder über was nachdenkt und auf einmal kommt Timo mit sowas. Timo ist wie Alina. Genau, das wollte ich gerade aussagen, Alter. Das ist cool, hier, dann guck mal, was man hier machen kann. Jetzt kriegt die Tür auf mit den Füßen, guck. Wetten, dass wir wieder aus dem Zug raus werden. Wieder. Willst du jetzt echt zum Maccas kommen? Ich bin hier im Hauptbahnhof McDonalds. Ja. Ich komm gleich wieder. Beeil dich. Weißt du, dass wir schon extrem. Ja. Oh nein. Hast du es auch gedacht? Ich krieg gerade einen Herzinfarkt, Mann. Okay. Okay, hier fährt ein Zug und ich habe gedacht, unsere Bahn fährt. Und Alex ist noch im Maccas. Und dann guck ich. Oh fuck! Das war hart! Das war hart! Ist voll cool hier, wir fahren jetzt nach Basel und. Ja, geht voll ab. Wir waren gerade im Bad Krozingen. Coole Sache, du hast ihn lang genug gefilmt, das reicht, oder? Hey Alex, was machst du so? Ich hänge hier nur so ein bisschen rum. Alter Leute, sind wir jetzt in der Basel oder in Deutschland? Sind wir in Deutschland oder sind wir in der Schweiz? Ich habe gerade die größten Eselsohren der Welt gefilmt. Alter! Das ist eine gute Frage. Siehst du sie? Alter! Guck mal, er kratzt sich sogar gerade an den Ohren. Bahnsteigplatz, umsteigen auf die Buslinien 31. Du bist so ein Arsch. Und 38. Du bist so ein Arsch. Ich komme jetzt zum Sommercasino. Keine Ahnung. Hey, wir wollen jemanden fragen. Hey, wie finden wir jetzt eigentlich Lea? Weil es halt nicht so primitiv wie Leck mir die Kunde und es ist trotzdem nicht so 0815 wie Leck mir den. Ah! Es folgen ein paar seltsame Rangeleien, die wir etwas schneller abspielen, damit es lustiger wird. Leute, wo ist Alex? Hey. Alex! Hallo! Hallo! Ah. Ich bin gerade bei dem
ersten, zweiten Typen mir der Bass spielen kann, falls mir gleich der Arm weggefetzt wird? Das wollte ich wissen. Willst du es echt halten? Er will es halten. Das ist Rock. Wenn es nachher zu Ende geht, das Konzert. Dann gab es wenigstens eine Pyroshow. Wehe, du hältst in meine Richtung. Trommelwirbel. Ich hab gedacht, jetzt kommt so eine 8 Meter Flamme und was kommt raus? Clownsnasen, ich kotze. Hat Basler heute Abend überhaupt Bock? Also der Soundchecker von Turbostadt, der steht immer auf der Bühne, bevor er ruft seinen eigenen Namen. Und zwar so. Und zwar so. Hauke! Und die Fans finden es mittlerweile so lustig, auch die Leute, die Turbostadt nicht kennen, und machen dann das. Wie die Helga. Zum Beispiel, mach du bist jetzt mal Hauke. Hauke! 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 So ungefähr läuft das dann. Und es hat uns dazu veranlasst, in halb. Das ist so ein richtig schlechter Insider. Und in Konstanz waren wir dann in so einer Pension, die voll hoch oben ist. Und wir machen das Fenster auf und das Erste, was kommt. Hauke! Hallo, Mensch, was soll's? Hallo, Mensch, du hast es gesagt? Nee, hallo, Konstanz, hab ich gesagt. Ich hab Hallo, Mensch, verstanden. Man sieht nur dich. Scheiße. Sieht man uns jetzt? Nee, Weil von 1 bis 5 keine S-Bahn mehr fahren. Laufen wir jetzt einfach zum Bahnhof. Denn du trägst keine Liebe in dir. Nicht für mich oder irgendwie. Und zum Schluss. Schön blöd! Da, 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 da. Schön blöd! Schön blöd.